Der 20. Januar 2017, an den Tag wird man sich immer erinnern als an den Tag, an dem das Volk letztendlich tatsächlich das Land wieder regierte, selbst regierte. Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden in Zukunft nicht länger vergessen bleiben. Alle, die jetzt hier zuhören, sie kamen zu Zigtausenden, um hier Anteil zu nehmen und teilzunehmen an diesem historischen Augenblick bei einem Wandel, den die Welt vorher noch nie so erlebt hat. Im Zentrum dieser Bewegung steht eine wichtige Überzeugung, dass eine Nation existiert zum Dienste ihrer Bürgerinnen und Bürger. Gute Schulen, sichere Nachbarschaften für die Familien und gute Arbeitsplätze für einen jeden. Das sind gerechte und vernünftige Ansprüche dieses Volkes und dieser Öffentlichkeit. Aber für viele unserer Bürgerinnen und Bürger sieht die Realität anders aus. Es gibt Männer und Frauen und Kinder, die in Armut leben, in unseren Innenstädten, verrostete Firmen, Ruinen, Fabrikruinen, die in der Landschaft unserer Nation herumstehen, ein Bildungssystem, das heruntergekommen ist und das unsere jungen und wunderbaren Schülerinnen und Schüler entlässt, ohne die Kenntnisse, die sie brauchen. Dann die Kriminalität, die Gangs, die Drogen, dank derer viele ihr Leben verloren haben und all diese vielen gar nicht wahrgenommenen Potenziale. Diese Schlachterei wird in Amerika jetzt aufhören, hier und jetzt. Wir sind eine Nation und deren Leid ist unser Leid, deren Träume sind unsere Träume und deren Erfolg wird auch unser Erfolg sein. Wir haben alle ein Herz, ein Heim und ein großartiges Schicksal. Der Amtseid, den ich heute abgelegt habe, ist eine Verpflichtung gegenüber allen Amerikanerinnen und Amerikanern. Seit Jahrzehnten haben wir Unternehmen im Ausland reich gemacht zulasten unserer eigenen Industrie. Wir haben unsere Armee eingesetzt, um andere zu ersetzen und haben dadurch unser Militär ausgeblutet. Wir haben andere Nationen und deren Grenzen verteidigt und haben noch nicht einmal unsere eigenen Grenzen richtig verteidigt. Und wir haben Billionen von Dollars ausgegeben außerhalb von Amerika, während die Infrastruktur in Amerika langsam aber sicher niederging. Wir haben andere Länder reich gemacht. Und wobei der Wohlstand und die Zuversicht unseres Landes einfach verschwunden sind hinter dem Horizont. Eine Fabrik nach der anderen wurde geschlossen, die Menschen waren arbeitslos und man hat noch nicht einmal darüber nachgedacht, was aus den vielen, vielen Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern werden würde. Unsere Mittelschicht ist beraubt worden, ihre Häuser haben sie verloren und wir haben dann diesen Wohlstand weltweit überall verteilt. Aber das ist die Vergangenheit und jetzt schauen wir nur in die Zukunft. Wir haben uns hier versammelt und werden jetzt einen neuen Ruf durch das Land erschallen lassen, durchs ganze Land, in allen Hauptstädten der Welt. Und von diesem Tag an wird eine neue Vision unser Land regieren. Von diesem Tag an wird es nur darum gehen, dass Amerika wieder an erster Stelle steht. America first.
Jede Entscheidung zur Steuerreform, zur Migrations-, zur Einwanderungspolitik, zur Außenpolitik wird dafür sorgen, dass amerikanische Arbeiterinnen und Arbeiter und Familien davon profitieren. Wir müssen unsere Grenzen schützen vor den Überfällen aus anderen Ländern. Wir müssen dafür sorgen, dass andere Länder nicht unsere Industrie kaputt machen und unsere Arbeitsplätze vernichten. Protektion, der Schutz wird zu mehr Wohlstand und großer Stärke führen. Und ich werde mit jedem Atemzuge dafür kämpfen. Und ich werde nie und nimmer Sie vergessen. Amerika wird wieder beginnen zu gewinnen, auf der Gewinnerseite zu sein, wie nie zuvor. Wir werden unsere Arbeitsplätze wieder zurückholen in unser Land. Wir werden unsere Grenzen wieder dicht machen. Wir werden unseren Wohlstand wieder zurückholen. Und wir werden auch unsere Träume wieder aufleben lassen. In Washington begrüße ich uns.